Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Auf jeden Fall ist heute für mich ein sehr aufregender, auch emotionaler Tag. Und zwar soll ich heute Moderator sein bei einer Charity-Veranstaltung des Bundesverbandes Kinderhospiz e.V. Das ist eigentlich jährlich gewesen. Durch Corona war jetzt 2 Jahre Pause. Als Moderator bekommt man einen Ablaufplan, den ich hier am Handy habe, der riesig ist. Steht zum Beispiel Einlass, Anmoderation, K1, Moderation, alles drum und dran. Dann die ganzen Künstler, die vorgestellt werden. Ich bin zwar Schauspieler, kann nach Drehbuch arbeiten, aber Moderation ist für mich was komplett Neues. Warum ich überhaupt heute da bin, es gibt ein Gedenkbad für Ingo Kantorek. Ihr wisst, in welcher Verbindung ich mit Ingo stand. Auch mit seiner Frau. Die beide sind 2019 ums Leben gekommen beim Autounfall. Und ich habe mich viel mit diesem Thema beschäftigt, um es einfach zu verarbeiten, weil es damals auch einfach ein großer Schock war. Ich weiß auch nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich dann damals eingeladen wäre. Also diese Veranstaltung sollte ja dann im Sommer 2020 stattfinden. Hat nicht geklappt wegen Corona. Dann nochmal 2021, hat nicht geklappt wegen Corona. Und der Gedenkbord von Ingo war auch damals schon geplant gewesen. Er war Botschafter des Bundesverbands Kinderhospiz e.V. Er hat sich da einfach eingesetzt für die Kinder und war einfach wirklich ein gutherziger Mensch. Er hat wirklich so viel gemacht in Richtung Spenden und Charity, alles Mögliche. War immer mit vorne dabei und hat für so viele Organisationen einfach Werbung auch gemacht, dass einfach auch viele Spenden reinkommen mit seiner Person. Ich fand das einfach immer großartig, dass er das gemacht hat. Später ist mir dann noch bewusster geworden, halt einfach wie sehr er einfach im Hintergrund immer gearbeitet hat, wo er hingegangen ist, wo er für auch die Community auch da war, für die Leute da war, sich für Kinder eingesetzt hat und auch teilweise für Kinder, denen es nicht so gut geht. Da hat er wirklich immer viel gemacht und das wäre halt einfach tatsächlich, kann ich gar nicht in seine Fußstapfen treten, in irgendeine Richtung oder irgendwas machen, weil ich nicht mal ansatzweise das gemacht habe bis jetzt, was er gemacht hat. Und das ist halt einfach wirklich ein großer Teil, der gemacht hat, und dem würde ich gar nicht würdig werden. Versteht ihr, was ich meine? Das Einzige, was ich heute machen kann, ist, dass ich die Moderation übernehme. Eigentlich war es nur geplant, dass ich dann so circa ab 17 Uhr dann, so circa 17.20 Uhr den Gedenkpart mit Christoph mache und Jay zusammen, die heute auch dabei sind. Und ich möchte einfach heute einfach für ihn an diesem Tag das würdigen und für ihn da sein, auch als Moderator, und mich das trauen und nicht einfach die Leute da hängen lassen. Paul wird das heute alles dokumentieren, euch ein bisschen mitnehmen, und ich möchte euch auch mitnehmen, weil es ein besonderer Tag ist, auch einfach, den ich festhalten möchte als Vlog. Bevor ich jetzt weiter rum erzähle, würde ich sagen, starten wir einfach mit dem Vlog, und ich sag ganz viel Spaß beim Video, und was mich jetzt erwartet, weiß ich selbst nicht. Ich nehme euch mit und bin selbst gespannt. Let's go. Hallo, ich bin die Sabine Kraft vom Bundesverband Kinderhospiz, und ich bin so froh, dass Danny heute mit dabei ist bei unserem Charity, was nämlich zugunsten des Bundesverbands ist. Das ist auf jeden Fall jetzt hier die Bühne, und ja, hier muss ich gleich auf jeden Fall so ein bisschen Moderation machen. Ich weiß noch nicht, wie alles jetzt hier laufen soll oder nicht. Okay, Freunde, also ich bin, ja, zack, das läuft schon mal gut, ich bin der Marcel Bramschüffer und ich moderiere mit dem Danny. Sensationell, geiles Wetter. Und das knallt hier so richtig von allen Seiten. Das ist unglaublich. Wir sind beim Sommer Open Air. Das ist ein sensationelles Charity-Event für die deutsche Kinderhospiz. Und wir führen hier durch das Programm, einfach, dass du auch informiert bist. 13 Uhr geht's los. Und damit es Spaß macht, geht's bis 23 Uhr. Zum Schluss ein Riesenfeuerwerk. Bist du heiß? Ich bin heiß, auf jeden Fall durch die Sonne, aber warum stört ihr denn jetzt hier? Hier, zack, große Geschichte. Mensch, Christoph, möchtest du mal vorstellen? Und, ach, schön. So, jetzt bin ich hier quasi, glaube ich, einfach im Weg. Ich glaube, wir haben alles im Kasten, ne? Sieht gut aus. Alles gut. Wir starten jetzt einfach, oder? Ja, jetzt fangen wir an, Leute. Party! Jetzt fangen wir an.
das Einzige, was ich im Kopf so habe, ist, ich habe halt manchmal ein bisschen Slang. Und wenn ich halt einfach Moderation habe, muss ich meinen Kopf einstellen, dass ich halt einfach nicht irgendwie Scheiße oder irgendwas sage, diese so Fäkalsprache. Weil ich habe manchmal so ein bisschen Slang und sage, yo, was geht, Digga, like that. Und ich glaube, bei einer Moderation muss halt immer ein bisschen cleaner sprechen und so als Moderator so ein bisschen halt wie Vorbildfunktion. Und das ist das Problem, was ich ein bisschen habe. Das Ding ist halt einfach, wir sind jetzt hier gerade bei Meet & Greet. Es ist halt einfach so, dass jetzt hier halt die ganzen Künstler sind, die Leute, die kommen reinkommen, können halt einfach ein bisschen Fotos machen, Videos machen. Sag einfach mal, stimmt. Zucker? Ja, cool. Ich weiß es nicht, aber wichtig. Ganz mit frischen Atem. Ich habe das gerochen. Wir sind jetzt hier gerade beim Meet & Greet. Ich finde es sehr cool. Das ist, glaube ich, so das erste Meet & Greet, was ich so jemals hatte, weil ich mache das ja noch nicht so lange. Und ich finde, die Kinder sind sehr freundlich, die Eltern sind sehr freundlich. Und ich hatte gerade einfach einen Dreijährigen. Ich darf ihn sogar zeigen. Guck mal, ich weiß nicht, ob du es fokussieren kannst. Ja. Er ist erst 3 Jahre alt und meine Schwester ist auch 3 Jahre alt und ich kann noch nicht mit ihr reden. Mit ihm kann ich aber reden. Hey, ihr könnt einfach durchkommen. Leider sehr unprofessionell heute. Ich habe einfach mein Autogrammkarte nicht dabei. Sehr vorbereitet, aber. Das muss man aber so sagen, ich habe mich auf andere Dinge konzentriert. Tut mir leid, ich unterschreibe trotzdem dort. Passt. Das Meet & Greet, es ist halt einfach schön, teilweise Menschen brechen dann Emotionen aus, weinen und werden dann emotional. Für die ist es wirklich groß, halt einfach dann auch uns so zu sehen hier. Deswegen macht man auch so ein Meet & Greet, da freuen sie sich. Wenn man einfach eine Freude machen kann mit seiner Anwesenheit, was willst du denn da noch großartig sagen? Ja. Yeah. Da schickt mir die richtige Sprache. Alles gut? Ja, bist du heute? Bleibst du ein bisschen länger hier? Hey! Mein Lieber, ich habe noch gar nicht geantwortet, ich bin vor dir. Achso, du meinst, das Ding ist ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch zeitlich schaffen wird. Schön auf jeden Fall euch gesehen zu haben, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das Ding ist, jetzt geht's nochmal auf den roten Teppich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir das noch zeitlich schaffen. Ich glaube, wir schaffen es halt tatsächlich aber nicht. Ey, wenn ihr das seht und ihr habt vielleicht auf uns gewartet, bitte seid nicht sauer, weil wir müssen gleich was ganz Wichtiges auf der Bühne machen. Es geht nämlich gleich um die Gedenkminute oder die fürs Gedenken an Ingo. Und das ist halt einfach nicht mal so eben mal runtergerockt oder sonst was. Da gehen wir gleich drauf und das ist halt einfach ein Ding, wo wir von Herzen sprechen wollen. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen vorbereiten. Und jetzt haben wir halt, glaube ich, noch so ein bisschen 40 Minuten. Und ja, aber wir machen das. Und die sind mit dabei. Yo, Diogo hier. Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde auf Kinderhospiz und auch den Danny schon getroffen habe. Sehr, sehr cooler Typ, kenne ich auch aus Köln. Mein Laden ist sogar sehr nah von seiner Wohnung. Wir sehen uns öfters mal. Und der hat auf jeden Fall auch ein cooles Programm schon gemacht. Ja, es ist schön, hier für die Kinder da zu sein. Für einen guten Zweck auf jeden Fall, dass die Leute auch wegen uns kommen. Man sollte sich für sowas nicht zu schade sein und bei sowas mitmachen. Ja, sich die Zeit nehmen, hier hinfahren, egal woher. Und auch da für einen guten Zweck zu sorgen. Ja. Was geht ab? Wir sind hier auf dem Charity-Event für Kinderhospiz. Und ja, Danny ist auf jeden Fall ein Kollege von mir. Wir treffen uns öfter mal in Köln oder so, wenn man mal unterwegs ist. Deswegen lieben Grüße an dich, Danny. Wer ist er denn, der Danny? Kinderlebenslauf-Song. Während wir bei Meet & Greet waren, hat er Marcel einfach mal gedacht, weil er ein Lernhof war, weil die ganzen Leute ja bei uns waren, mache ich mal mein eigenes Hip-Hop-Konzert. Wie das aussah, sehen wir jetzt. Bruder, was hast du gemacht? Ja! So, ja klar, also ich bin halt nervös, das darf ich aber keinen anmerken lassen. Das ist ja das Ding immer, dass man das einfach immer so cool versucht. Ich bin ehrlich, für diesen Part habe ich absolut gar nichts großartig vorbereitet oder sonst was, weil ich halt einfach denke so, was soll ich denn da großartig vorbereiten? Du kannst ja keine Emotionen vorbereiten. Und ja, deswegen mache ich das einfach vom Herzen. Christoph genauso. Ich glaube, dass der Lange sich ziemlich groß freuen würde. Trotzdem aufgeregt. Bin ich ehrlich.
sind jetzt auch nicht, es sind auch tatsächlich jetzt nicht so viele Leute da, aber es geht einfach um den Moment so ein bisschen, halt einfach darum geht es nicht, dass darüber zu sprechen, ist halt immer schwer, ne? Ja, muss man uns nichts vormachen. USB-Stick hast du dran. Bei uns ist es damals so gewesen, dass wir in Cast von Köln 5067 einen Schauspielkollegen hatten und auch guten Freund Ingo Kantorek, der damals 2019 am 6. Juli genau um diese Zeit sozusagen, nicht ganz genau, aber so ein bisschen genau, zum Botschafter ernannt wurde. Wie ihr schon an meiner Stimme merkt, ist es für mich überhaupt nicht einfach. Ich habe es auch gar nicht geplant. Ich bin einfach ein Typ, der das Freestyle macht. Ich bin kein guter Moderator. Im August 2019, das hat uns alle halt einfach viel Energie gekostet. Es tat uns allen weh. Und ich muss auch merken gerade, dass ich mich halt zurückhalten muss, weil es für mich immer noch sehr emotional ist, weil ein Tod kann man nicht so leicht verarbeiten. Deswegen liebt euch, habt euch gern. Sagt den Menschen, auf die ihr liebt, wirklich, dass ihr sie liebt. Wenn ihr sie liebt. Weil es ist halt einfach schnell, kann das Leben vorbei sein. Für uns war es ein herber Rückschlag und ich möchte einfach an ihn gedenken. Wir wollen an ihn gedenken im Schönen. Und das wollten wir sagen, er hat sich immer für Kinder eingesetzt. Er war immer ein toller Mann, er hat sich für diese Sachen eingesetzt. Seit er weg ist, hat man einfach gemerkt, was er für einen großen, riesen Fußabdruck in dieser Welt hinterlassen hat, für uns, in unserer Welt, dass wir das eigentlich gar nicht gerecht werden können. Deswegen bin ich auch heute hier als Moderator sozusagen da, um dieses Ganze mit euch halt einfach durchzugestalten. Weil irgendwo, Kantorek hätte sich, oder vielleicht schauen wir uns auch gerade eventuell zu, hätte sich gefreut dafür, dass wir einfach hier stehen und das für ihn machen. Deswegen wollen wir ihn von Herzen gedenken. Ingo war ein Mensch, der immer in Extrem gelebt hat und gerade was Charity anging, hatte er nur ein Extrem und das war Vollgas. Ihm war das immer sehr, sehr wichtig, dass es anderen gut geht, hat seine Zeit dafür geopfert, hat sein Privatleben dafür geopfert und seine Arbeit, die er auch gerade hier für den Bundesverband Kinderhospiz e.V. geleistet hat, war beispielslos. Und wie Danny sagte, er wurde am 6. Juli 2019 zum Botschafter ernannt. Und knapp einen Monat später, dann ist es passiert und zum Leid. Und deswegen, wie Danny sagte, ich glaube, das zeigt uns allen, dass Zeit das Kostbarste ist, was wir haben. Und dafür setzt sich auch unter anderem der Bundesverband ein. Und genießt die Zeit und macht das Beste aus der Zeit, die wir alle haben. Und es ist leider immer zu wenig. Der Botschafterengel für Christoph Oberheide. Von mir haben gesagt, dass ich in große Fußstapfen trete, aber das habe ich gar nicht vor, das will ich gar nicht, weil diese Fußstapfen niemals auszufüllen wären. Deswegen möchte ich meine Fußstapfen einfach daneben setzen und in Ingos Sinne die Arbeit, die er hier geleistet hat, fortführen. Das war unfassbar. Ja. Wirklich wunderschön. Wir machen in seinem Namen weiter und wir machen da eine Spendenaktion, die von uns aus, von Tätowierern geht. So, also es war mir halt einfach von vorhinein klar, dass es halt einfach ein emotionaler Moment wird. Aber ich habe halt irgendwie gedacht, dass ich ein Festiger bin, aber wenn ich halt einfach Christoph höre, wie der dann anfängt, halt einfach emotional zu werden oder halt einfach die Tränen nicht unterdrücken kann, weil es halt einfach so ein krasser Moment ist, dann wäre ich natürlich auch emotional. Und dann noch mit dem Lied, was halt einfach dazu kam und alles drum und dran, war das halt einfach wirklich sehr schön auf der einen Art und Weise. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach so für mich, dass ich jetzt realisiere, nach jetzt fast 3 Jahren, dass so ein Schmerz halt einfach nicht so einfach vorbeigeht und was da noch für Emotionen drinstecken. Also wenn man so einen Mensch verliert, das ist halt einfach, das trägt man sein ganzes Leben lang. Diesen Schmerz kann man immer wieder wahrscheinlich aufrufen und man denkt immer daran, es ist halt einfach schwierig. Und er hat halt wirklich viel für diese Kinderhospiz hier getan als Botschafter. Und jetzt hat Christoph auf einmal auch, jetzt wurde Christoph zum Botschafter ernannt und das freut mich für ihn sehr. Und ich freue mich auch immer, dass er auch wirklich da jetzt nicht in die Fußstapfen treten möchte. Also weil man kann nicht in diese Fußstapfen treten, die sind viel zu groß, aber dass er sich wirklich halt einfach wirklich diese Arbeit, die er gemacht hat, einfach weiterführen möchte und dass er sein Herz und seine Engagement und alles drum und dran, was er halt einfach auch dafür gibt. Da bin ich der Aufgabe einfach gar nicht gerecht und gewachsen.
gewachsen. Deswegen freue ich mich sehr, dass Christoph das macht. Und ich bin dankbar, dass ich das moderieren durfte. Und an allen, jeden Beteiligten auf jeden Fall, auch die Spenden, die da zusammenkamen. Auch 10.000 Euro wurden gespendet. Also das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ihr helft damit vielen Menschen, auch in den schweren Zeiten. Und dafür würde ich auf jeden Fall schon Danke sagen. Ganz liebe Grüße an Danny, mein Bro. Jetzt gleich geht's auf die Bühne und wir werden komplett zerstören. Peace out. Wundervoller Tag gewesen, also vom Mittag bis jetzt hier abends, spät in den Abend. Ich sage euch nur eins, es hat mir auch wieder gezeigt, was Liebe bedeutet, wie viel es bedeutet, Menschen einfach mal eine Minute zu geben und denen ein mega geiles Feeling zu geben. Es ist Hammer gewesen. Ich bin wirklich stolz, dass ich Teil davon sein durfte. I fucking love it. Es war, ey, lasst uns alle lieben und eins nie vergessen. Zeit haben wir nicht viel, dass sie uns sehr, sehr weise nutzen. Freunde, das war das Sommerfest vom Bundesverband Kinderhospiz e.V. Ich bin überwältigt von diesem ganzen Tag. Ich hatte die große Ehre, als Botschafter ernannt zu werden. Diese ganze Veranstaltung, die Organisation, Sabine, Bundesverband Kinderhospiz, Danny als Moderator, Paul hinter der Kamera, vielen, vielen Dank für diesen Tag. Alle Künstler, die da waren, alle Sponsoren. Die ganzen ehrenamtlichen Helfer, das war einfach unfassbar geil. Vielen, vielen Dank und ich bin stolz, ein Teil davon gewesen sein zu dürfen.